So Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Es geht um Grid 2. Und ich habe gerade selber gesehen, wie einfach es ist, dieses Spiel aufzunehmen. Denn ich habe einfach Vollbildmodus beendet und ich kann das Bild so groß und klein drehen, wie ich möchte. Deswegen habe ich mich auf kurz oder lang mal ganz kurz entschieden, das Projekt mal so auf die Schnelle aufzunehmen. Ich guck mal, wie das funktioniert. Ich weiß noch nicht genau, wie das läuft, wenn ich jetzt in der Aufnahme laufen habe. Ansonsten läuft es relativ flüssig. Die Einstellungen sind in Ordnung, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, was man bisher von mir und Grid 2 gehört hat, ist, dass, also so sind die Einstellungen momentan, und 720p, dass ich ja doch schon Bock drauf habe, aber dass ich auch ein bisschen skeptisch bin, weil es gibt ja beispielsweise kein Nitro-Tuning, nur so zum Teil. Und es sieht aber richtig geil aus und ich bin einfach mal gespannt. Ich habe es mir jetzt beim Steam Summer Sale gekauft. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der hat jetzt gestartet seit dem 11. Wann ich dieses Video hochlade, weiß ich noch nicht. Kommt auch an, wie lange es zum Rendern braucht und Hochladen eben. Und da könnt ihr auf jeden Fall jeden Tag täglich neue Aktionen abstauben und so weiter. Informiert euch dann am besten selbst noch ein bisschen im Internet. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber genau, das Einzige, was ihr jetzt im Prinzip verpasst habt, ist eine Anfangssequenz, wo man quasi eine kleine Runde gefahren ist, irgendwie so eine kleine Strecke über zwei Runden und quasi einen Testparcours, wo man einfach selbst ein bisschen fahren konnte und so, ein bisschen das Ganze ausprobieren konnte. Ich guck mal gerade ganz kurz. Man hat momentan schon diesen schönen, man hat schon diesen schönen alten Ford Mustang, der mal mega geil aussieht. Ich finde ja so Muscle Cars immer richtig geil. Ich werde mir wahrscheinlich später auch eins zulegen, wenn es das Geld ermöglicht. Von den Farben her lasse ich es mal jetzt erstmal so. Wir können es mal später vielleicht noch ein bisschen ändern. Felgen, ja gut, das können wir vielleicht mal ändern. Aber kann ich dann hier, ah doch, jetzt. So kann ich das ändern. Gerade von hinten sehen die halt richtig geil aus. Weiß ich nicht, gucken wir mal. Ich finde also dünne immer ganz gut, aber bei so einem Wagen weiß ich halt nicht, wie das aussieht. Ich glaube, die passen ganz gut. Ja, aber auch nicht zu groß. Machen wir mal eine Sache niedriger, so. Ja, lassen wir das mal. Wobei, warte mal, wir können vielleicht mal. Ah, okay. Ist ein bisschen komisch, die Kamera zu bewegen. Guck mal ganz kurz vielleicht noch nach einem Muster, nach einem anderen. Ist das noch ohne? Ja, nee, ohne nicht. Also ganz so viel an Tuning kann man hier scheinbar nicht machen. Aber Lackierung ist doch schon fast das Wichtigste, finde ich. Weil Spoiler würde ich da jetzt nicht unbedingt dran machen. Felgen können wir ändern. Ansonsten, Motor aber würde ich da jetzt auch nicht unbedingt dran ändern. Großartig. Aber die gefallen mir alle bisher nicht so super. Aber traditionell. Das sieht hinten eigentlich auch ganz geil aus. Ich guck mal ganz kurz, wenn ich die Farbe ein bisschen ändere. Karosserie. Ich mach die mal Lacktyp. Oh, was gibt's denn da noch alles? Metallic. Matt. Naja, matt machen wir nicht. Flipflop. Das ist wahrscheinlich so ein Perlack. Ah ne, das ist Perleffekt. Gucken wir mal ganz kurz. Aber ich würde dann schon wirklich wie so ein Dodge Challenger aussieht ungefähr. Das so ein bisschen übernehmen von der Farbe, ja. So ein Orange. Und ja, ich weiß, das ist kein Challenger. Das ist ein Mustang, aber ich hätte schon Bock drauf. Wobei weiß auch echt nicht schlecht aussah. So, ein bisschen dunkler. Und ja, ich spiele das alles mit Tastatur. Wie ihr mich kennt. Okay, bei Flipflop ist es dann wirklich so ein Mischmasch. Von den Farben her. Was ich aber ganz cool finde eigentlich. Machen wir mal da vielleicht so ein. Wobei, nee. Das passt nicht so ganz, ein helleres Orange. Ja, ich hätte ja eigentlich schon ganz gerne so ein strahlendes Orange. Aber die sehen halt alle nicht so strahlend aus bisher. Alle so ein bisschen ausgebleicht. Ja, machen wir das mal eben ganz kurz so. Musterfarbe 1.
das ist das jetzt. Das will ich, glaube ich, schwarz machen. So wie es war, ne? Oder war es schwarz? Ich meine, das war schwarz. Wenn ich hier diesen Flip-Flop-Effekt drauf mache, wie sieht das denn aus? Mit so einem Hang zu Orange sieht das nicht so schön aus. Wobei so von unten natürlich nicht so schön, von weiter oben dann, beziehungsweise von unten sieht das ganz cool aus mit dem Schwarz, aber von oben dann wieder nicht so. Ja, lassen wir das mal so. Und dann müssen wir aber die anderen Farben noch ändern. Ich finde das Rot nämlich dann nicht so schön. Das würde ich dann lieber weiß machen. Boah, sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Ich kann ja auch das mal eben orange machen. So einfach mal. Und dann die Karosserie nochmal auf weiß ändern. So, machen wir einfach glänzend. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Was ist das? Was ändern wir da? Ach so, da hinten. Ist alles sogar noch rangezoomt. Kann man das nicht ändern? Scheinbar nicht. Wir lassen das mal so. Die Felgen können gerne noch ein bisschen weißer, finde ich. Machen wir das mal so. So. Fahrzeug anzeigen. Was ist das? Das ist dann wahrscheinlich... Achso. Oh. So eine Ansicht ist das also. Okay. Also seht, ich habe da selbst noch gar nicht so reingeguckt. Ja, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt davon, aber ja, kann man mal machen. So, Fahrzeug wechseln, da haben wir bisher, glaube ich, noch keine weiteren. Oder doch? Hier haben wir noch eins. Pff, klar. Jetzt werden wir den... Achso, der fährt dann so raus. Cool. Aber pff, Alfa Romeo, wenn wir so einen Mustang haben können, klar. Oh, haha, ein Challenger. Können wir gleich nehmen. Ja, dann hat sich die Sache schon wieder erledigt. Dann nehmen wir natürlich den Challenger. Challenger ist einfach... Wenn ihr mich kennt ein bisschen, dann wisst ihr, dass das mein Lieblingswagen ist einfach nur. Geile Scheiße. Okay, wir bauen es direkt unseren Challenger zusammen. Nochmal kurz Lackierung anpassen. Ja, tut mir jetzt leid, aber so viel Zeit muss sein, ne? Kennt er doch bestimmt auch. Matt sieht, ja, in matt sieht die Farbe mal ganz in Ordnung aus, aber dann ist es halt matt und nicht glänzend. Aber Perleffekt sieht gut aus. So, und dann oben können wir, glaube ich, simples Schwarz machen. Ja, da sehe ich jetzt nicht so viel Veränderung beim Perleffekt. Muster 1, Achso, warte mal. Die Farbe ändern. Ja doch, da bleibe ich bei Schwarz. Das Rote. Mache ich das Schwarz oder? Das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus in der Mitte. Also ganz schwarz ist das ja irgendwie nicht. Moment. Wir lassen das jetzt mal zwar eben so, aber ich gucke mal eben ganz kurz nach dem Muster. Gibt es denn vielleicht auch eins, was nur zwei Rallye-Streifen hat? Oder sowas wie hier ein bisschen? Mal kurz müssen wir da rumgucken. Ich meine, es gibt ja bestimmt ein paar geile Designs, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf sein Auto haben möchte, die zumindest nicht dazu passen. Kategorien ändern. Okay. Achso, das sind alle traditionellen. Okay.
Grafisch, ja gut. Was jetzt genau die Unterschiede sind von dem, was hier grafisch ist und inwiefern sich das von den anderen unterscheidet, weiß ich jetzt nicht, aber finden wir vielleicht neu heraus. Man merkt vielleicht auch schon, das ist ein relativ improvisiertes Projekt. Wie gesagt, ich habe es mir gestern gekauft, heruntergeladen, mehr oder weniger über Nacht. Jetzt ist gerade Freitag, ich bin wieder zu Hause von Arbeit und jetzt kann ich endlich zocken. So, hier sind einfach nur Streifen. Ja, weil die sehen halt auch nicht so geil aus, ne? Weil da unten ist halt immer wieder irgendwas. Weil ich meine, die Streifen, so wie sie hier wären, halt in schwarz, wäre noch geil, wenn das da unten jetzt nicht wieder wäre an der Seiten, an der Tür da. Naja, dann nehmen wir das erste. Finde ich diesen Streifen in der Mitte ein bisschen doof, aber da müssen wir halt mal gucken. Warte mal hier. Da ändern wir das außen, dann machen wir das. Machen wir das auch schwarz. Dann machen wir das weiß. Ich mach das nochmal schwarz und dann vielleicht das innere weiß. Sieht ja auch merkwürdig aus. Gucken wir mal so. Ups, wollte ich gar nicht. Nee, Zahl. So weit kommt's noch. So, dann machen wir jetzt hier nochmal die Felgen drauf, die ich gerade eben auch drauf hatte. Das waren, glaube ich, das diese hier. Naja, aber die finde ich hier nicht so schön dran. Aber es ist ja schon gut, dass wir den Challenger direkt am Anfang bekommen. Brauche ich auch gar nichts freischalten extra. Und diese ganzen BWS-Felgen. Ich weiß nicht, ich kann mich nie so entscheiden, was denn zum Dodge Challenger zum Beispiel passt. Ich finde die Serien, Teile, die der hat, finde ich jetzt in Ordnung, aber weiß nicht, ist jetzt halt nicht so das Geilste, was es gibt auf der Welt. Aber ist halt in Ordnung. Ich weiß nicht, glaube ich nehme die hier. Die sind relativ stumpf. So, dann nochmal ganz kurz Farbe. Die Felgen. Oh, was fährt denn da hinten? Ha, Mustang. Können gerne nochmal ein Stückchen weißer. Manche mögen es auch in schwarz. Ich finde schwarz. So schwarze Felgen, finde ich, passen nur manchmal. Hier passen sie jetzt zum Teil. Aber, schön die leuchten so. Ich finde, da passt weiß einfach noch ein bisschen besser. So, ja, machen wir das mal. So, 13 Minuten rum und wir haben gerade mal unser Wagen geändert und lackiert und alles. So, Errungenschaft, Fortschritt 2 von 5. Das habe ich auf jeden Fall bald zusammen, die Errungenschaft schon. So, Events. So, wie gesagt, ihr habt nicht viel verpasst. Wir springen in die Karriere. Profil und so, wie gesagt, ist schon angelegt. Da fahren wir jetzt einfach mal. Kalifornien, Rennen, Pazifikbahn. Bei Rennevents musst okay. Du versuchen, vor deinen Konkurrenten ins Ziel zu kommen. Du musst dein ganzes fahrerisches Können einsetzen, um dich durch das Feld zu arbeiten und den Sieg zu holen. Ach ja, was ich noch nicht erwähnt habe, ich werde dieses Spiel mal mit manuellem Getriebe spielen. Das mache ich ja sonst bei Rennspielen sehr selten. Oh, jetzt können wir nur den benutzen. Oh nein! Egal, der ist auch gut. Ist auch ein geiler Wagen. Und zwar mache ich das einfach mal so, weil gerade bei so Muscle Cars und so, da ist es natürlich schon ein Reiz, die einfach mal komplett auszukosten und mit denen mal selbst ein bisschen so zu schalten, auch wenn es natürlich anders richtige Fahrgefühl sehr wahrscheinlich nicht rankommt. Was man ja schon merkt, wenn man mal so wie ich von meiner Mutter den Ford oder so fahre und dann von der Arbeit irgendeinen Scheißwagen fahre. Dass das schon ein deutlicher Unterschied sein kann. Harrison Carter ist der Star hier. Zeig ihm, dass du der Herausforderung gewachsen bist. Naja, mach mal. Und wie gesagt, alles mit manueller Dingens. Mit manuellem Betriebe. Union ist einer der
bekanntesten Racing Clubs in den USA. Ist vielleicht dann nochmal interessanter für euch. Um auf dich aufmerksam zu machen. Also bisher läuft's relativ flüssig. Wow. Ich hoffe, es bleibt so. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein! Okay. Genau, wir haben diese Funktion der Rückblende. Das wird schon am Anfang kurz vorgestellt. Springen wir mal bis nach hier. Da könnte ich dann nur ein bisschen durcheinander kommen mit dem Getriebe später. Mit dem Schalten, wenn ich zurückspringe und ich da noch einen ganz anderen Gang drin hatte oder so. Das wäre schon angeschrieben. Aber wie gesagt, ist vielleicht ganz interessant mal für euch, wenn ich das mit manuellem Schalten mache. Weil es ja doch nochmal was anderes ist. Ich habe das nämlich damals nie gemacht, also weiß ich nicht, Need for Speed Underground oder so weiß ich das noch. Underground 2 zumindest. Fuck. Ne, da kann ich jetzt nicht zurückspringen. Du bist jetzt nur noch Dritter. Nur noch Dritter, ja, reicht mir. Ach, ich bin am Ersten. Da habe ich das nie gemacht, also bei Underground 2 oder Most Wanted oder so. Da war das dann höchstens bei den Drag-Rennen so und da war das dann ja immer auch schon, ja, nicht ein Problem für mich, aber es war halt immer schon taktisch schwieriger. Vor allen Dingen bei so Rennspielen sich halt darauf zu konzentrieren, zu fahren, irgendwie zu gucken, wo man lang fährt oder so und dann noch zu schalten. Das ist halt dann doch nochmal was anderes, als wenn man selber fährt. Also im richtigen Auto, im Real Life. Aber jetzt, wo man eben richtig auch fährt, ist das vielleicht nochmal eine andere Herausforderung und vielleicht nimmt man das anders wahr als sonst. Aber jetzt bin ich nur Zweiter geworden. Hauptsächlich wahrscheinlich, weil ich einmal da in diesen Graben gefahren bin. Top 3 im ersten Rennen. Gute Leistung. Fernando Melo war vor mir. Naja, immerhin habe ich diesen Harrison Carter da besiegt. Also, von daher. Ah, da sehen wir schon, wie die gefahren sind. Phil sagt mir so nichts. Imo kennt ihr vielleicht von Dota aus dem Let's Play. Okay. War ich jetzt leider der langsamste von, aber egal. Viele bemängeln ja. Oh, jetzt kriegen wir neue Fans. Viele bemängeln ja an Grid 2, dass sie keine Cockpit-Perspektive haben. Das finde ich zwar auch schade, aber ist jetzt nicht so das große Problem. Gut gemacht. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ja, deine Belohnungen sind beide scheiße. Einen weiteren Club auf dich aufmerksam gemacht. Die Transamerica Pacers. Du brauchst einen japanischen Wagen, um gegen sie anzutreten. Wähl einen von diesen beiden. Warum? Japanischen Wagen, ey. Nämlich den. Ja. Okay. Du kannst jedes deiner Autos für eine Testfahrt auswählen. Auf diese Weise kannst du vor dem Wettbewerb die Limits des Autos austesten. Sponsoren bieten ebenfalls eine großartige Möglichkeit, deinen Namen bekannt zu machen. Jedes Mal, wenn du auf deinem Auto für einen Sponsor wirbst, gibt er dir ein Ziel vor. Erfülle es und schon erreichst du ein größeres Publikum. Ja, noch haben wir keine Sponsoren. Achso, für jedes ist das frei. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich will so einen Scheiß eigentlich gar nicht da drauf haben. Simpson. Da machen wir das halt mal irgendwie. Irgendwo stand doch gerade nur, dass man die Farbe. Achso, bei denen kann man die Farbe wahrscheinlich nicht ändern. Ich will weiße Schrift haben. Damit das zumindest nochmal so ein bisschen in so einem Kontrast steht. Machen wir das auch nochmal weiß. Wo ist das? Das ist jetzt da. Keine Ahnung, mir sagen die halt auch alle nichts. Ich weiß nicht, ob das Ausgedachte sind oder ob es die wirklich gibt, aber ich glaube, die sind ausgedacht. Ja, ich glaube, da passt das noch mit am besten. Ja, fertig. Sind wir bereit? Sieh in deinen Rennkalender und versuch einen Sieg zu holen. Ich hoffe, jetzt kommt nicht das Rennen mit den
Entweder fährst du weiterhin gegen New Union oder du nimmst die Einladung von den Transamerica Pacers an. Oder, wenn du ein wenig üben möchtest, kannst du jederzeit eine Testfahrt in Indianapolis absolvieren. Okay, jetzt haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Ja. Was gibt's denn hier? Habe ich den jetzt schon automatisch gewählt? Nee, ne? Okay. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal hier weiter. Irgendwas hatte ich noch sagen wollen. Mir fällt jetzt aber gerade selbst gar nicht mehr ein, was ich sagen wollte. Ist auch egal, dann wird es wohl nicht so wichtig gewesen sein. Achso, genau, mit der Perspektive. Dass ich in dieser Perspektive spielen werde, die ich jetzt angemacht habe, also quasi Third Person und dann am weitesten weg. Weil das finde ich dann doch immer noch am besten. Ein Cockpit wäre natürlich auch in Ordnung, so für ab und zu mal spielen, aber irgendwie kann ich das auf lange Dauer auch nicht. Kurven mit zwei Scheitelpunkten sind in Chicago an der Tagesordnung. Wenn du die gut erwischst, ist das die halbe Miete. Harrison Carter ist der Star hier. Zeig ihm, dass du der Herausforderung gewachsen bist. Ja, haben wir letztes Mal schon. So, ich weiß gar nicht, Jetzt kannst du New Union zeigen, dass das beste Fahrerfeld der Welt in der WSR fährt. Genau, das war auch die Strecke, die, beim ersten Mal gefahren wurde. Ja, zumindest zum Teil. Ja, gib mal Gas jetzt. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass der Gang, wenn ich jetzt beispielsweise im zweiten, das haben wir gerade gesehen, so auf 120 komme, dann hängt der bei 140 hängt der dann automatisch. Er wird dann nicht einfach nur langsamer und beschleunigt nicht mehr so schnell, sondern er kommt halt nicht über die 140, was halt eigentlich unlogisch ist. Los, übernimm seine Position. Ups. Ja, das können wir mal kurz rückblenden. Weil natürlich kann man auch im zweiten Gang, nee, vielleicht nicht um 140 fahren, aber so generell bleibt er dann nicht einfach bei 140 stehen. So. Das ist halt ein bisschen unlogisch, so wie jetzt. Er bleibt da halt stehen und da kommt er nicht höher, das ist halt ein bisschen doof. So, weil da könnte man dann noch natürlich ein bisschen was mitmachen, wenn ich jetzt beschleunigen möchte oder so und dann vom dritten in den zweiten runterschalte oder so. Und ich dann irgendwie schon bei 130 oder so bin, also... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber ist halt ein bisschen doof eigentlich. Na komm, lass mich mal überholen jetzt. So. Ja, nicht so ganz. Da spulen wir nochmal kurz zurück. Das war bis zu einem gewissen Punkt okay. Na, auch das war nicht so gut. Weil auch jetzt kann ich natürlich nicht einfach stumpf rückwärts fahren. Ich muss erstmal den Rückwärtsgang schalten, wenn ich das wollen würde. Nein, nicht ersten, zweiten. Oh, scheiße, jetzt habe ich hinten so ein Dingens. Das ist meinen Reifen ab. Kann ich das so rückgängig machen? Na, kann ich noch. So gefällt mir das noch besser. Ah ja, danke. Habe ich selbst mitbekommen. Aber ist nett, dass du mich erwähnst. Oder nicht mich erwähnst, sondern mich dran erinnerst. So. Ach. Muss ich wohl schalten. Du bist gerade die schnellste Runde gefahren. Das war die schnellste? Super. Du hast das Tempo hochgehalten und ein Ziel abgehakt. Das ist ganz, die ganze Zeit der Moderator, ne? Finde ich jetzt nicht so unturned. Ja, ist ja egal. Müssen wir mal gucken. Du hältst dich gut da vorne. Wie gesagt, da dieses Projekt jetzt erstmal läuft, könnt ihr mir natürlich wieder Community-Fragen schicken, so wie das bei jedem meiner Rennspiel-LPs ist. Und dann werde ich die beantworten im Video. Und erwarte dann, oder nicht erwarte, aber wäre natürlich dann auch schön, von euch eine Meinung zu wissen zu dieser Community-Frage, die gestellt wurde, so dass ich euch besser kennenlerne und ihr mich. Halte deine Position, dann hast du gewonnen. Naja. Aber ich finde schön, dass es so flüssig läuft bisher. Also nicht dauerhaft 60 FPS, aber ausreichend. Okay, nicht schlimm.
nächsten Mal vielleicht nicht ganz so schnell in diese Kurve. Ja. Das ist nicht meine Mutter. Die merkt schon genug an meinem Fahrstil. Obwohl er eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich fahre nur ein bisschen zu weit rechts meistens, aber egal. So, das war doch schön. Wie gesagt, ich finde eigentlich nur schade, dass es kein Nitro gibt. Das hätte das Ganze eigentlich noch gut abgerundet. So, aber an sich komme ich da jetzt schon ganz gut mit klar. Skype. Ja, nichts, Nico. Jetzt nicht. Bitch. Ja, von wegen Bitch. Du hast wirklich Können demonstriert. Ein Ziel abgehakt und den ersten Platz geholt. Ja, ich hab Hose. In seiner Paradedisziplin zu besiegen ist nicht einfach. Klasse Rennen. Ja, und der Fernando ist diesmal letzter. Ja, was sagst du jetzt? Alter. Schauen wir mal. Ohne Moos nichts los. Ja. Kann man so sagen. So, und ansonsten könnte man natürlich gerne sagen, wie euch das Projekt gefällt und so. Bin ich natürlich immer für offen. Boah. Schon reichlich Fans abgeklappert. 9125. Von anfangs 3500 ist das doch schon ein bisschen was. Fahrzeug-Challenge. Okay, das gucken wir uns mal beim nächsten Mal an. Hier unten sehen wir jetzt auch beispielsweise beim New Union, dass wir so zwei Drittel der Leiste abgeschlossen haben und hier quasi noch nichts. Ist, glaube ich, ganz nett. Wir gehen mal ganz kurz in die Testfahrt. Du den Indianapolis Motor Speedway als Teststrecke nutzen kannst. Du kannst deine Bestzeiten vergleichen, damit du weißt, wann du das Optimum aus einem Auto herausholst. Gut, machen wir Stufe 2 mal eben ganz kurz. Ja, den will ich doch fahren. So, ich werde nämlich mal ganz kurz, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen so rumfahren, weil das macht alleine schon richtig Laune. Und ja, genau. So, ansonsten, wie gesagt, Meinung immer zu mir. Gerne auch auf Facebook oder so, ist mir im Prinzip egal wo. Ich muss erstmal gucken, wie groß auch die Datei wird, weil, wie gesagt, 720p ist es jetzt ja nur. 1080 habe ich mich dann doch nicht getraut bei der guten Grafik und so. Da laggt ja Sonic schon und vor allen Dingen muss ich es dann auch in Premiere hochladen und beziehungsweise rendern und dann wird es natürlich schwierig mit dem Hochladen, weil es halt so elendig lange dauert, weil die Dateien so groß werden. Oh, jetzt bin ich direkt im fünften. So, ich will mal ganz kurz so ein bisschen fahren. Warte mal. Ja doch, die Sicht war noch in Ordnung. So ist sie normalerweise. Ich hab's da ein bisschen weiter weg immer. So, ich muss aber hier die Lackierung auch nochmal ein bisschen ändern. Jetzt sehen wir, so wie die Lackierung jetzt ist, sieht sie halt scheiße aus eigentlich. Finde ich. Ich glaube, da mache ich die dann doch besser weiß. Ich finde, das passt bei dem Wagen dann doch irgendwie zumindest jetzt so besser. Aber ich finde auch geil, wie die Rücklichter aussehen und so. Oh, direkt den zweiten, ja, das wollte ich nicht. Ich finde es auch schön, dass man hier so Burnouts und so machen kann. Doch, das gefällt mir auf jeden Fall schon. Das ist ein Spiel für mich. Und ja, auch mit Tastatur. Und es geht. Ich weiß nicht, was viele Menschen an der Tastatur nicht mögen bei so Spielen. Ich komme damit super klar. Eigentlich. Ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Und zwar, kann ich ja hier auch einmal in den zweiten schalten. Moment. Wenn man jetzt Nico mal nicht mehr sieht. Und zwar, wenn ich so losfahre, dann, beziehungsweise gleich, wenn ich losfahre, dann springt er einmal in diesen Bereich, wo ich hochschalten sollte, so langsam. Und ob das sinnvoll ist, da dann schon hochzuschalten oder nicht, also jetzt schon. Und dann, aber ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Oder ob ich besser losfahre. Und dann jetzt erst. Ich glaube, es macht mehr Sinn. Jetzt einfach mal rückwärts den Dings fahren. So, nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Sechsten Gang. Und voller rein. Na, nicht ganz. Wollen wir nicht.
Oh, der schöne Wagen, nein. Okay, ja, damit beende ich das Ganze erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, Leute.